Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir den vierten Schrein der Ballade der Recken DLC-Geschichte aus dem Nichts geholt. Und heute wollen wir mal schauen, was es in diesem leitenden Lichtschrein so für uns gibt. Hieß ja leitendes Licht. Wir haben auf jeden Fall tödliche Laserstrahlen hier. Ich weiß nicht, wie sehr das leitendes Licht ist als tödliches Licht. Okay, wie hoch ist das? Kann ich da drunter ducken? Ich kann da in der Tat drunter ducken. Kann ich auch da noch drunter ducken? Ja. Und auch da kann ich drunter ducken. Und hier soll ich wahrscheinlich abwarten, dass das unten ist und dann drüber sprinten. Tun wir einfach mal. Okay, dann gehen wir hier um die Ecke. Und haben dann hier... Okay, sich drehende Todeswände. Da oben haben wir eine Schatztruhe oben drauf. Ist die magnetisch? Nö, natürlich nicht. Also muss ich irgendwie den Weg da oben rauf finden. Die Frage ist, wie? Wenn ich nichts sehe. Wie kommt man da oben drauf? Das Ding hier auch tödliche Spitzen beim Drehen, ja. Das kann ich auch nicht einfach irgendwie oben drauf stehen oder so. Aha. Sind Ranken an der Wand. Wenn irgendwo Ranken an der Wand sind, kann man üblicherweise Dinge anzünden. Jetzt bloß nicht die Schatztruhe auf den Kopf kriegen. Das wäre peinlich gewesen. Na, hier gibt es 300 Rubine. Okay, und anscheinend war es das hier drin schon. War es hier drin schon. Okay, gut. Dann kann ich mich jetzt auf den Rest des Schreins konzentrieren. Ich fühle mich gerade irgendwie wie in einem Flugzeug nach dem Absturz. Oh, sollten die Lichter ausfallen, werden Pfeile auf dem Boden ihnen den Weg zu den Notausgängen anweisen. So in etwa fühle ich mich gerade. Okay, ist hier eine Treppe runter? Hier ist in der Tat eine Treppe runter. Da vorne haben wir einen Kollegen Wächter. Ist hier so einen kleinen. So, glücklicherweise reflektieren die Wächterschilde die Dinge automatisch. Das heißt, da muss ich mich um gar nichts kümmern. Okay, und das führt jetzt da hoch. Kommt noch irgendwas, um mich umzubringen? Ne, Licht scheint wieder anzugehen. Dann gehen wir mal davon aus, dass mich nichts mehr erschlägt. Okay. Sehr gut, das war weniger kompliziert, als ich befürchtet hatte. Ja, auserwählte hält, weil ich habe diese Prüfung gemeistert. Zeichne Bewährung. Plopp. Nummer 4. Dienst erfüllt. Jawohl. Ja, ist irgendwie traurig, dass die Schreinerzahl im Ladebildschirm durch nicht hochgehen. Weil wir haben jetzt 124 Schreine abgeschlossen. Aber gut, scheint nicht so geplant gewesen zu sein. Okay, wir kriegen eine Cutscene. Ich bin der Priester Miss Kyosha. Du hast die Prüfung bisher bewundernswert gemeistert. Du bist unser Symbol der Hoffnung. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Das Schwert wird dich leiten. Okay. Was habt ihr noch für mich? Weil hier war nichts mehr auf dem Plateau, angeblich.
Okay. Ach, Weißblenden sind nicht schön, Jungs. Vor allem nicht mitten im Gesicht. Und das Ding vor allem explodiert. Oh mein Gott. Das sind die 4 Dragon Balls, die wir jetzt sammeln müssen. Okay. Eins ist bei den Goronen gelandet. Eins bei den Zoras. Eins bei den Gerudos. Und überraschenderweise eins bei den Orni. Kriegen wir jetzt noch mehr Schreine? Damit wir endlich mal unsere 30 Herzcontainer vollkriegen. Aber brauchen wir, glaube ich, nochmal 8 weitere. Das sieht nicht aus wie Schreine. Zumindest nicht wie die, die wir bis jetzt kennen. Aber andererseits sehen die Schreine, die wir gerade im DLC gekriegt haben, auch nicht so aus wie die Schreine, die wir bis jetzt gekannt haben. Also schwer zu sagen. Du hast deine Stärke unter Beweis gestellt und so hat sich ein neuer Weg eröffnet. Gehe zu den 4 Orten, die dir gezeigt werden und versuche, dich noch zu übertreffen. Flup, ja. Mehr Stellen, aha, und ich werde voll geheilt. Sehr schön. Beladerecken, Tagebuch öffnen. Ja. Wo fangen wir denn dann mal an, ist jetzt die große Frage. An welchem der 4 sollen wir anfangen? Wir waren, glaube ich, mit Abstand am längsten nicht mehr in Eldin. Also fangen wir doch einfach mal in Eldin an. Zack, zack. Ja, sind wir so selten unterwegs. Da können wir doch ruhig mal hin. Fahren wir einfach mal da an. Ich weiß sowieso nicht, was es da jetzt an Herausforderungen gibt oder was wir dafür kriegen. Also, fangen wir einfach mal da an. Schau mal, was hier auf uns wartet. So, und damit wir nicht verbrennen, fangen wir erstmal hiermit an. Und was tragen wir dann mal als Hose? Hier, unsere Angriffshose. Außen gibt es ja angeblich Schatzrunde in der Nähe. Aber das wundert mich auch nicht. Hier gibt es wahrscheinlich zig Schatztruhen, die wir nicht geholt haben bislang. Oh, dann kommen wir noch eben her. Zack, und dann Boom, fahren wir mal eine Runde. Das war hier vorne irgendwo. Weiter auf der Seite. Ja, wir halten quasi genau drauf zu. Da vorne ist es. Landen wir kurz auf den Daumen zwischen. Und dann sehen wir es da vorne auch schon. Außerdem geben wir den Schatztruhensensor auf den Keks. Machen wir den mal aus. Ist besser so. Na, ich hätte mal eben bei den Goronen noch schauen sollen, ob wir irgendwo einen Erzhammer oder so finden können. So muss ich mich um diese Leuchtsteine wieder mit der brutalen Explosionsarbeit kümmern. Die brutale Methode. Also schön, dass wir jetzt noch Kälteschutz haben. Für knapp 2 Minuten. Während wir hier in der brennenden Hitze durch die Gegend laufen. Ah, Kashua ist wieder da. Hat anscheinend auch was jetzt zu erzählen. Also macht auch Sinn, das sind die Ballade der Recken. Oh, jetzt da wir in der Nähe sind. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, für die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Aha, okay.
quasi im Todesberg selbst. Und die anderen beiden können wir von hier aus nicht gut sehen. Aber anscheinend auch irgendwo. Hat er gerade was aufgeleuchtet? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Ja, wie hältst du das hier eigentlich aus? Setzt dir die Hitze auch nicht zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Nee, habe ich nicht. Du liebe Zeit, dann macht dir die Hitze ja genauso wenig aus wie den Geruhen. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. Na, genug davon. Dieses Monument, ich kann meinen Augen kaum trauen. Das Monument, das im unvollendeten Lied meines Meisters erwähnt wird, es erschien genau vor mir. Du bist echt schnell unterwegs. Was für ein unvollendetes Lied. Nun, das Lied ist nahezu fertiggestellt, aber... Na, mein Meister verließ diese Welt, bevor er die grundlegenden Verse des Lieds fertigstellen konnte. Ich wollte seine Arbeit weiterführen. Daher begebe ich mich an die Orte, die der bestehenden Liedtext erwähnt. Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Daruk. So höre. Rudania windet sich in Feuerglühen, folgt nur dem heißgeblütigen Recken kühn. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Okay. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenen Steinen zu besiegen. Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Es gilt, der Lava-Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Ah, durch Lichtringe fliegen, irgendeinen Lava-Typen erledigen und durch Lava warten? Wer weiß. Und was meinst du? Ja, das war der Vers über den Recken, wie er sich der Prüfung stellt. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Mein Meister sagte immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Geronia habe ich Yunobo und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Geron wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Die Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Lieds fertigzustellen. Cool. X, die Ballade von Daruk. Okay. Ah, die kriegen wir also nicht irgendwie übertragen, die Kartensachen, sondern die müssen wir tatsächlich bei uns selber auf der Karte eintragen. Wie umständlich. Okay. Dann fangen wir da einfach mal an. Machen wir uns mal überall Fotos von. Oh, der ist wohl das Unpraktischste von denen. Ja, Album-Maximum erreicht. Ich bin mir sicher, einige von den Sachen im Album brauchen wir nicht mehr. Wie zum Beispiel die ganzen Fotos von den Wächtern brauchen wir nicht mehr. Die Walfossilien brauchen wir nicht mehr. Das Kilton-Foto brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir sicherlich auch nicht mehr. Das auch nicht. Einfach herumliegende Waffen ebenso wenig. Das ist auch ein Walfossil. Ah, das brauchen wir auch alles nicht mehr. Einfach nur Waffensachen. Das ist auch nochmal so ein Walfossil. Die Sachen an meinen Wänden behalte ich einfach mal. Ah, das Riesenschwert brauchen wir auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das mit dem aussieht, ob wir den nochmal brauchen. Das kann weg, das kann weg. Die Monumentteile können weg, der fliegende Wächter kann weg, das kann weg, das kann auch weg. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Platz geschaffen. Und jetzt schauen wir mal, das ist auf jeden Fall ziemlich sicher irgendwo auf dem Todesberg. Jetzt die Frage, ob die auch genordet sind, die Bilder, die wir da sehen. Okay, da läuft unten links ein Lavafluss raus. Ja, okay, das sieht
genordet aus. Dann ist das von dem Lavafluss direkt das rechte und da drauf. Also da. Dann haben wir dieses Bild, wo ein Lavafluss endet. Das sieht aus wie der hier. Kann das sein? Ja, ich würde sagen, das ist der da. Dann ist das hier, mitten in der Lava. Und dann haben wir noch dieses Bild. Und das ist wahrscheinlich am schwierigsten zu sehen. Ah, ne, da oben ist das Walfossil. Das Walfossil guckt direkt da drauf. Das Walfossil. Das haben wir hier. Das guckt da drauf. Und dann ist das da so, würde ich behaupten. Da ist die große Schneise rein, dann eine kleine Schneise rein und dann daneben. Ja, dann müsste das hier irgendwo sein. Okay, dann fangen wir doch einfach mal oben an. Schauen wir mal, was die drei Sachen jetzt sind. Und was es da gibt. Ich hätte vielleicht, als ich gerade nach Goronia runter teleportiert bin, mal eben bei der Göttinstatue die Zeichen der Bewährung einsetzen sollen. Aber weiß, vielleicht kriegen wir einfach noch mehr. Vielleicht gibt es ja noch mehr Zeichen der Bewährung jetzt. Ah, hier fliegen wir also anscheinend durch die Lichtringe, aber da haben wir davon gehört. Durch Lichtringe fliegen. Ja, dann machen wir mal, schätze ich. Oh, ich habe jetzt sich gedacht, wir fliegen irgendwie einfach den Berg runter, ähnlich wie auf der Insel, wo wir die Herausforderung hatten, dass unsere ganzen Sachen weggenommen wurden und dann hatte der Typ dieses kleine Minispiel gebaut. So in etwa. Weil wir jetzt quasi den ganzen Todesberg runtergleiten. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Okay, ganz da unten. Da habe ich ein bisschen zu spät das Parasegel wieder rausgeholt. Dann werde ich wohl hier von vorne anfangen müssen. Okay. Nicht sicher, wie das Lang stärker machen soll oder auf irgendeine Art und Weise zeigen soll, dass er mächtig und überhaupt ist und weiß nicht, was das mit der Hook zu tun hat, hier am Todesberg rumzufliegen. Er ist, glaube ich, nicht unbedingt fürs Fliegen bekannt gewesen. Ich meine, ja, er hat sich in Katapulte gestopft und so, glaube ich, aber oder ist das eher eine Yunobo-Sache? Ist, glaube ich, auch schon eher eine Yunobo-Sache mit den Katapulten. Oh, nicht zu spät. Ist ganz wichtig. Wir wollen ja nicht wieder in der Lava landen. Ah, und das sieht nach dem letzten aus. Sieht zumindest anders designt aus als die Ringe, die wir bis jetzt gesehen haben. Also ist es wahrscheinlich der letzte oder ist es ein Checkpoint? Eins von beiden. Okay, scheint der letzte gewesen zu sein. Oh, kriegen wir dafür jetzt einen Schrein? Das sieht aus wie ein Schrein. Ist auch einer. Okay. Ist in der Tat ein Schrein in der Nähe, wer hätte gedacht? Der Shadowlon-Schrein. Dann schauen wir doch mal, was hier die Herausforderung ist. Und was wir dafür tun müssen. Was gibt es denn hier drin zu tun? Hier drin haben wir im Totenwinkel. Okay, dann fangen wir einfach direkt wieder damit an. Wir machen es ab jetzt einfacher, in den Schreinen selber nach Schatz zu suchen.
Okay, in die Richtung hier ist auf jeden Fall schon mal die Suche nach Schatzruhen stärker. In die Richtung da vorne anscheinend irgendwo. Okay. Im Tosenwinkel. Okay, ich sehe schon, was hier Sache ist. Wir werden schnell wieder auf die andere Seite klettern müssen. Und jetzt gleich die Flammen aus der anderen Richtung kommen. Aber glücklicherweise verbrauchen wir anscheinend überhaupt keinerlei Ausdauer, einfach hier seitlich dran zu hängen. Okay, sollen wir hier einfach drauf? Schätze ich, was von beiden Seiten kommt. Boah, sieht gut aus. Und da vorne droppen sie einfach runter, also müssen wir auf jeden Fall hier abspringen. Okay, da vorne in die Richtung soll irgendwo die Schatztruhe sein. So, was haben wir hier? Hier haben wir Dinge, die aus der Wand kommen. Außerdem ist ja schon irgendwo noch eine zweite Schatztruhe. Frage ist dann, wo die ist. Okay, hier haben wir Wächter, die auf uns schießen wollen. Au. Der hat mich ja perfekt genau dann erwischt, als ich gerade runtergedrückt habe. Ja, gutes Timing, der Kollege. Der hat ein gutes Timing. Oh, lang, bitte. Bitte. Okay, dann schieß los. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Lösen das Problem so, anstatt in den toten Winkel zu gehen. Ist simpler. Okay. Wo geht die wilde Fahrt hin? Da vorne irgendwo lang. Ah, noch haben wir die Schatztruhen nicht gefunden. Aha, da ist eine Schatztruhe. Oh, jetzt müssen wir die nur irgendwie noch richtig stoppen. Das war nicht richtig gestoppt. Okay, jetzt komm da bitte auch dran lang. Danke. Okay, Feuergroßschwert mit Weitwurf. Einfach feines. Und das war's mit Schatzzonen hier drin. Okay, war also doch nur die eine. Sah für einen Moment so aus, als gäbe es hier zwei. Weil der irgendwann mal gesagt hat, neues Objekt erwischt. Aber vielleicht wären wir einfach nur aus der Sensorreichweite kurz rausgelaufen. So, dann müssen wir uns jetzt nur noch hier hocharbeiten. Aber das ist ja nicht so schwierig. Glücklicherweise. Na, da kommt lang anscheinend noch nicht hoch. Also müssen wir nochmal auf die absolut oberste Stelle nochmal einen raufpacken. So. Gibt es nochmal Zeichen der Bewährung? Weil in dem Fall kommen wir dann, glaube ich, auf zu viele, oder? Wenn wir jetzt pro Stelle nämlich nochmal vier Zeichen der Bewegung. Ne, es sind Zeichen von Darudania, okay? In seinem Bestreben, einen Titanen zu steuern, stellte sich der Träger dieses Zeichens einer Prüfung des Feuers. Auf drei Zeichen folgt eine neue Herausforderung. Aha. Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung. Noch zwei. Aha, okay. Ich wollte sagen, wenn wir jetzt nämlich noch
an vier Positionen jeweils drei Zeichen der Bewährung gekriegt, hätten nämlich noch 16 über und das wären vier Herzcontainer gewesen und so viel Platz hätten wir gar nicht. Okay, die Ballade von Daruk. Ein weiteres Update für bekommen. Wir teleportieren uns erstmal wieder nach oben. Und machen uns dann den Berg wieder runter, weil das so rum immer einfacher ist. Na, dass die Dinger überhaupt nicht angezeigt werden auf dem Ladebildschirm, ist natürlich auch doof. Also gar keinen Plan davon, wie weit wir da eigentlich sind. Was wir mal eben gucken können, ist nicht da, sondern da. Ja, jetzt haben wir unten nämlich auch Zeichen von Rudania. Interessant. Interessant. So, darum kann ich nicht gehen, weil er mir sonst sagt, Titan in Arbeit, nicht nähern. Also müssen wir einmal komplett außenrum. Ich hätte gerne, dass das rote Symbol weggeht. Schließlich bin ich mehr als einmal durch die Stelle durchgelaufen, die ich markiert habe. Aber anscheinend will er das Symbol einfach nicht wegpacken. Unschön für mich. Aber wir mussten uns so ein bisschen außen rum machen, weil wie gesagt, wenn wir dem Tizan zu nahe kommen, dann sagt das Spiel. Genau das sagt es. Naja, aber halt, ne, näher dich nicht dem Tizan, weil bla 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 und. Der zielt gerade auf Schloss Hyrule und bla und Energien und überhaupt. Also machen wir uns jetzt, das müsste da unten irgendwo sein. Was wir auf der Karte gesehen haben. Ne? Ich gehe mal noch davon aus. Ja, da ist auch die Krabbe im in der Lava. Müsste da vorne irgendwo sein. Was auch immer wir suchen. Und eine wollen wir noch was in der Lava aushalten. Und das andere war irgendwas Großes erledigen, glaube ich. Das könnte vielleicht der Kampf sein. Weil das andere Symbol war, glaube ich, einfach tatsächlich direkt mitten in der Lava. Was uns die Dinger da angezeigt haben. Die Monumente. Oh, was haben wir hier vorne? Ein sehr komisch rumliegendes Erzabkommen anscheinend. Ein einzelner Bernstein. Okay, okay. Oh, wir sollten locker über den Lavasee drüber kommen. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was uns hier jetzt erwartet. Ist das ein Magmarok, der hier irgendwo in der Gegend rumliegt oder so? Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Schatztruhe in der Nähe. Oh, hier mal ein Aufwind. Und jo, das scheint in der Tat ein Magmarok zu sein, der mitten in der Lava steht. Sein Mega-Magmarok für die Titanenprüfung, okay? Dann holen wir uns doch mal eine Zweihandwaffe raus. Und hauen mal feste drauf. Komm, bitte stirb. Nope. Und er konnte lang nicht schnell genug sein Segel ziehen, leider. Und er wird zwischendurch nicht den Boden berührt haben, weil wir uns den Magmarok von oben angeschaut haben. Müssen wir auch von hier oben nochmal runterfliegen. Na, ich fürchte, der wird auch jetzt keinen Schaden mehr haben. Hier sehen wir noch eine Schatztruhe in der Nähe angeblich. So, hast du in der Tat Schaden oder hast du keinen Schaden? Er hat keinen Schaden, natürlich nicht.
Ruhe. Oh. Beim letzten ist er nicht umgefallen, hat danach sofort seine Aufsteherattacke gemacht. Das ist fies. Damit habe ich nicht gerechnet, habe ich gedacht, ich habe die Zeit jetzt, tatsächlich eine komplette Wirbelattacke zu machen. Okay, aber anscheinend, dadurch, dass wir diesmal da wieder landen, starten durften, wo wir eine HP-Leiste von ihm haben, hat er seine HP auch behalten. Also, dann geht's ja. So, nichts für ungut, Kollege, aber du musst mich mal eben noch runterlassen, bevor du stirbst. Das wäre jetzt so doof gewesen, wenn wir drauf gestanden hätten, während der kollabiert, glaube ich. Und dafür kriegen wir dann den nächsten Rudania-Schrein anscheinend. Okay, das ist der Kamira Omuna-Schrein. Kriegen also wirklich noch jede Menge Schreine zusätzlich. Sind nur nicht immer Zeichenbewährung, die Würfel leider kriegen. So, und das hier ist... Ah, bewegliche Ziele. Okay. Ich sehe da drin eine Kugel. Da war was zum... aktivieren. Okay. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt um bewegliche Ziele kümmern, machen wir nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir anscheinend mit Kanonen auf bewegliche Ziele zielen. Bis dahin. Aloha.